Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Dust. Wir sind hier gerade im Pokémon-Menü von Ignis und ich bin heute nicht alleine wieder. Nee, Vidori ist immer noch top motiviert. Mach mal weiter. Und wir haben eine Menge Spaß. Und das ist die Hauptsache. So, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit gefangenen Pokémon und gesehenen Pokémon? Wie viele hast du gesehen und wie viele gefangen? Wie viel gesehen und wie viel gefangen? Ja, ich beende eben den Kampf hier gegen Kaufi. Kann ich deshalb. Also gefangen habe ich hier, das ist ja überschaubar noch. Und gesehen? Okay, dann hast du einen mehr, aber ich hatte auch Fukano gesehen, während ohne dass ich danach gespeichert hatte. Deswegen hast du da einen mehr, aber egal. Habitak. Habitak, ja. Nicht Ibitak. Ja. Visor. Was war das? Das war mein Handy, Leute. So. Tut mir furchtbar leid. Okay, dann hast du mehr gesehen. Eigentlich, dann hast, ist es klar, dass du mehr gesehen hast als ich, aber ich habe ja auch einen Kleinstein gesehen und gefangen. Ja, ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen weiter die Route runter. Nicht voran, weil dir jederzeit schon wieder ein Pokémon begegnet. Pokémon begegnet mir, wenn ich jetzt gerade nicht oder nur gerade den Kaufi ich jetzt muss ich mein Champion an meiner Radfahrzeitzone, jetzt muss ich ja trainieren. Dann würde ich mal Tränke kaufen und nutzen. Jeder Gang macht schlank oder was? Ja. Jeder zweite geht auf die Breite. Und den letzten Satz, den sagen wir jetzt hier nicht, das ist nämlich nicht kinder- und jugendfrei. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Immer mein Handy. Ich bekomme hier ständig Nachrichten. An dieser Stelle mal eine schöne Grüße an Leonie. Ich bin gerade mit diesem Handy am Aufnehmen, das heißt, man kann dir da ja gerade nicht antworten. So. Aber wenn du das jemand sehen solltest. Ja, mein Baby ist
Oh. Und die habe ich gerade irgendwie einen Beethovenbogen rumgemacht. Keine Ahnung, ich bin durch so Gras gelatscht. Direkt kann einen aber auch mit ihren Telefonaten aufregen. Tue ich auch bei Let's Play nicht. Du kannst ja gerne annehmen, aber ich mach's nicht, das nervt uns nur beim Let's Play. Und die wird auch nicht unbedingt stärker. Da ist ein Item im Gras. Ein Schutz. Ja, Glanz. Bla bla bla. Und ich bin beim Pfadfinder mit seinem Nidoran. Männlich. Ja, ich bin beim nächsten Trainer schon. Du wolltest dir den Schutz holen? Ja, Knopfwänse oder Radpanzer? Klar. Und dann ist er, und zack, im nächsten Moment ist Radfratz tot. Aber nicht das Radfratz, gegen das ich jetzt kämpfe. Ich stelle mir jedes Mal vor, wenn ich gegen Radfratz kämpfe, ist es deins. Das war ein Spaß. Mein Rocky wird den Radfratz fertig machen. Setz sich Checkpoint ein. Das ist ein Was willst du mit deinem doofen Carpador? Ich hasse diesen Angler mit seinen vier Carpadors. Carpador. Ich fand ich fand den ersten Auftritt von einem Visor im Anime fand ich einfach nur geil. Im Anime fand ich Visors ersten Auftritt einfach nur geil. Ach, von Visor. Ich schon wo. Ash hat geschlafen. Ja. Und Visor steht so an seinem Kopf und der dachte so, das ist Pikachu. Okay, und dann? Und Pikachu war aber vor ihm. Und dann hat er das gemerkt und dann hat er sich so umgedreht und hat einen vollen Schreck gekriegt. Und die haben versucht herauszufinden, was Visor denen sagen will, hält einen Apfel hin. Und Visor schüttelt so den Kopf und Rocco so, es nickt, also sucht es wohl was.
Und der YouTuber, der hat das dazu was gesagt hat, so, also Rocco, wenn das für dich ein Nicken ist. Ich fand die Szene einfach nur geil. War, glaube ich, in der dritten Folge schon der zweiten, der dritten Staffel. Und hätte dieses Katze jetzt mein Wieso eingeschläfert, dann hätte ich so geschrien. Weil es Hypnose eingesetzt hat. Scheiß Katze. Ganz ruhig. Kein Grund zur Aufregung. Ich aufregen, ich habe graue Haare. Ah! So. Bitte, Checkpoint, wach auf. Hab keinen. Hat mal jemand eine Pokéflöte für mich? Okay, Checkpoint für dich, dass ich Flöte spiele, deswegen wach lieber freiwillig auf. Trainer, oder? Sag mal, hast du die Angler von innen ausgelassen? Ich muss erstmal ins Pokémon Center zurück, oder? Ach nee, Quatsch, ich habe auch Tränke dabei. Ich bin doof. Ich wollte ins Pokémon Center gehen, obwohl ich Tränke dabei habe. Ich hätte einen Heilpuder benutzen können. Um Wieso zu wecken. Um Wieso zu wecken, hätte ich einen Heilpuder nehmen können. Hab doch eins dabei. Ja, ich auch nicht dran, ja? Nee, irgendwie nicht. Heilpuder benutzt man ja so selten. Wieso auch? Ich kämpfe da gegen einen Goldini. Level 10 Goldini gegen Level 11 Wieso. Wer gewinnt? Ja. Und Wieso erreicht Level 12. Ich kann jetzt nochmal gegen diesen Typen mit seinem Felino. Und mir fällt gerade auf, dass ich gegen diesen Typen mit seinem Felino total im Arsch bin, wenn Wieso drauf geht. Ich habe gegen Wasser-Pokémon nichts Effektives, nur Schwaches. Sobald ich den Ewigstein habe, geht's weg. Obwohl, ich glaube, ich hole mir nicht mal den Ewigstein.
So, ich bin jetzt bei dem Pokémon Center angekommen. Weil ich Glück habe mit den wilden Pokémon. Würde ich mal sagen. Da kommt gleich noch eins Level 15. So stark? Keine Ahnung. Pokémon? Ich habe auch einen Kumpel namens Angelo. By the way, schöne Grüße auch an dich, Angelo. Ich weiß. Ich finde Angelo passt besser. Ralf? Okay, by the way, schöne Grüße auch an dich, Ralf. Was? Ich kenne eine Menge Leute. Ja. Und ich habe gerade Level 10 Carpador an die Angel gekriegt. Normalerweise tauchen die auch nur auf Level 5 auf oder so. Ich bin verrückt. Nö, ich bin verrückt. Dieses Carpador wird unser viertes Teammitglied. Ja. Loser. Ja. Da, ich habe einen besseren Namen. Loser-Carp, also Verlierer-Karpfen. Passt doch, ne? Ich erinnere mich noch zu gut an die Folge im Anime, wo James das Carpador ins Meer getreten hat und dann sich das Viech einfach weiterentwickelt hat. Und dann. Ich glaube, das hat er zu dem Zeitpunkt ganz schön wieder zurücknehmen wollen. Und ich würde sagen, die Folge ist auch gleich schon wieder vorbei. Ja. Was? So, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich wieder mit der Dori. Oder würde ich sagen, Tschüssikowski.